Okay, Boomer. Es ist immer psychologisch schwierig, wenn wir jemanden einladen, der unser Konkurrent ist. Und ich weiß nie, wie man das anlegen soll, ob man das so öffentlich sagt. Und dann fangen die verlorenen Seelen an zu zappen und kommen, oder ob man das einfach verschweigt. Aber das ist ja auch doof, dann verstehen es die Leute dadurch. Und ich lenke jetzt einfach bestmöglich ab. Ich tue einfach so, als ob ihn kein Schwein kennt. Und die Menschen, die einzige Verbindung, die zu ihm möglich ist, so entwickeln können, dass wir sagen, er kennt einen oder hat mal einen gut gekannt, der für Menschen im Osten sehr wichtig war. Sehen Sie selbst. Oh ja. Aber mal ganz ehrlich, als er richtig draufgehauen hat, hat es nicht ein bisschen wehgetan? Nee, eigentlich ja nicht. Nee? Nee, ich habe genau umgeschaut, als er sagt, es gibt einen Moderator beim MDR, der ist also der Zwischenstück zwischen Toni Marshall, überfahrenen Hamster und dem Yeti. Wenn Sie ihn treffen, rufen Sie den Hundefänger. Ja. Und ich habe gelacht, meine Frau hinter mir sitze, die hat wie versteinert auf der Couch gesessen. Was macht der denn da? Warum lachst denn du? Sagt die zu mir. Ich sage, na Gitti, besser kann es doch ja nicht sein. Mehr Werbung kann ich doch ja nicht im Westen haben. Das geht doch ja nicht. Und Achim wusste ja auch, es war inhaltlich richtig. Es war ja richtig. Ja. Und da habe ich meinen Blickwinkel geändert. Ja. Genau. Achim. Achim Menzel ist leider nicht mehr da und guckt uns jetzt von oben zu, hoffentlich. Erinnerst du dich noch irgendwie an ihn? Hast du ein Altar irgendwo oder hast du ihn nur benutzt und weggeworfen? Nein, wirklich nicht. Ich erinnere mich sehr, sehr viel an Achim. Ich habe auch wirklich eine kleine Achim-Figur. So ein Bobblehead, den hat jemand gemacht, den habe ich an meinem Schreibtisch stehen. Und ein Gedenkgurkenglas habe ich auch an ihn. Und ich muss auch immer wieder sagen, diese Verbindung zwischen uns und diese Freundschaft, die da entstanden ist, da hatte niemand, glaube ich, mitgerechnet. Ich am allerwenigsten. Und das hat mir so viel, also ich konnte so viel von ihm lernen, weil ich finde, er ist das absolute Beispiel für gelebte Coolness. Ja. Coolness behauptet man nicht, sondern man ist cool. Und das war er. Und dazu gehört, dass man weiß, wer man ist und was man kann, aber dass man sich nicht zu ernst nimmt und dass man auch immer über Selbstironie verfügt und über sich lachen kann. Und da war Achim der Meister. Also er hat alles, was er gemacht hat, und das fand ich eben immer toll, egal wie bescheuert oder wie seltsam ich das vielleicht gerade fand, er hat das immer mit Leidenschaft gemacht, immer ehrlich, und er hat immer mit einem gewissen Charme und einer Herzlichkeit das gemacht. Und wenn jemand kam und irgendwie einen Witz gemacht hat, dann war er so, hat er mitgemacht und mitgelacht, und damit war er so entwaffnend. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder Mensch lernen sollte. Also sich selber ernst zu nehmen, aber nicht zu sehr. Und zum Ernstnehmen gehört auch, über sich lachen zu können und auch die eigenen Defizite vielleicht anzuerkennen und zu sagen, ja gut, so ist es halt. Aber da war Achim ein Meister und war einer der tollsten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Wirklich, muss ich immer wieder sagen. Am Anfang war ich Ihnen ein bisschen böse, als er Achim aufs Korn nahm. Ich glaube, da dachte er noch nie an das Ergebnis einer tollen Freundschaft mit ihm. Aber als er ihn kennengelernt hat, hat er vieles gut gemacht eigentlich, auch an ihm wieder. Du hast mich in die Situation gebracht, das war so ungefähr vor 15 Jahren, was ich hier gesehen habe. Da war eins passiert, dass ich dann mit ihm verwechselt worden ist. Ihr müsst euch vorstellen, ich hatte schwarze Haare und dann haben sie zu mir mal Achim gesagt, so als Spaß, wenn ich im Westen Deutschlands kassiere, da kannten die mich noch nicht ganz so. Und da hast du mir dran schuld, dass ich dann ein bisschen so, nur habe ich das mit dem Graujahr geschafft, wirklich abzulenken davon. Aber hab dann noch gesehen, wie schön ihr zwei harmoniert habt. Ich glaube, wir haben wirklich viel für die Ost-West-Beziehung getan. Wir haben ja auch eine Tour zusammen gemacht, wo er mir den Osten gezeigt hat und ich ihm den Westen. Richtig. Und wir haben wirklich so viel Spaß gehabt. Und das ist einfach immer, also ich finde, jeder sollte so ein bisschen Achim in sich haben. Ja. Und einfach so als Lebensziel oder als Weg, wie man gehen sollte, ein bisschen so wie Achim sein. Sie haben jetzt Achim. Stimmt. Ja, großartiger Mann, ja. Ja, klar. Achim,
Sie haben Achim Menzel sehr gelobt. Wie ordnen Sie im Gegensatz dazu Florian Silbereisen ein? Ach, dem Flori. Ich bin ja wirklich ein bisschen traurig fast, dass ich ihn nie so richtig habe spielen können. Weil in der ersten Zeit, also als das so alles anfing, da hatte ich gerade keine Sendung. Und dann, als ich wieder die Möglichkeit hatte, hat Michael Kessler das schon so großartig gemacht, dass ich da wirklich dann einfach gesagt habe, das mache ich nicht. Also das ist blöd, wenn ein Kollege das so gut macht und man weiß, das könnte ich nicht so gut wie er, da lasse ich lieber die Finger von. Das ärgert mich aber ein bisschen. Ich warte noch drauf. Die Freundinnen und Freunde der Volksmusik akzeptieren das vielleicht nicht ganz so sehr, wie jetzt zum Beispiel Sie das bei Achim Menzel beschrieben haben. Wie reagieren die auf Sie? Das ist schon immer unterschiedlich. Also ich habe schon früher am Anfang, also in den 90ern, da ging es ja immer so, darf man das überhaupt? Darf man so frech sein und darf man solche Kommentare abgeben? Inzwischen ist es ja schon eigentlich üblich geworden und man kennt das. Aber trotzdem bei Schlagerfans ist es schon immer schwierig. Viele Schlagerfans nehmen das sehr, sehr ernst, was sie da sehen und was sie lieben. Und viele Schlagerstars nehmen sich auch sehr ernst. Also wie zum Beispiel, ich denke, dass darauf soll auch angespielt werden, auf die Amigos vielleicht, die jetzt bisher in letzter Zeit gerade ein bisschen Beef, wie man heute sagt, mit mir hatten und das gar nicht lustig finden, dass ich sie parodiert habe und gesagt haben, in einem stillen Moment würden sie mich mal zur Seite nehmen und ein leises Wort mit mir sprechen. Das ist in Mafiasprache ist das so kurz vor abgesägter Pferdekopf im Bett. Und da habe ich so ein bisschen schon... So ein bisschen welche sind, ich kenne mich ja da nicht aus, wie sind das diese zwei hässlichen oder wie sie nein, ich weiß es nicht. Es gibt auch ein leises Gespräch, das gibt auch wie sehen die aus? Die Amigos, gibt es ja viele Bilder. Doch, du kennst natürlich und ihre Tochter ist auch aber schon. Also oh, das sind die. Ja. Oh ja. Ja. Ich nannte sie liebevoll die weinerlichen Wasserleichen, aber das war lieb gemeint. Das war lieb gemeint. Ich habe auch nur ein Scherz, sie leben ja noch. Ich hab übrigens einen ähnlichen Hinweis bekommen, weil ich einfach nur erwähnt habe, und das war auch ganz ehrlich, weil mich das auch immer, ich bin immer sehr dankbar, wenn Menschen, die nicht so gut aussehen, also ich gehöre auch leider dazu, ich wäre gerne schöner. Und ich habe ganz ernst und ernsthaft gesagt, ich finde es gut, wenn Menschen, die so aussehen wie ihr und wie ich, dass aus uns was werden kann. Das ist aber nicht gut angekommen. Ja, aber es ist ja die Wahrheit. Und ich möchte ja mal sagen, ich bin ja nun auch, also wenn jetzt es nach den Kriterien geht, die man ansonsten ansetzen würde, wäre ich ja eigentlich niemals, hätte ich eine Chance gehabt, ins Fernsehen zu kommen. Ja, auch nicht der Schönste. Nein, und das habe ich aber auch nie behauptet. Nein, und das ist doch so. Also ich meine, wenn ich jetzt so tun würde, als wäre ich, hätte ich nicht ein Gewichtsproblem oder wäre irgendwie, würde so tun, als wäre ich ein sportlicher Superheld. Man muss doch so ehrlich zu sich sein, dass man sagt, okay, also da habe ich vielleicht ein paar Mängel, da gibt es andere, die sehen besser aus. Es gibt vielleicht andere, die können das besser und das besser, aber ich kann vielleicht dies eine. Und das ist eben der Unterschied von einem Achim zu den Amigos, dass Achim sehr wohl wusste, wie, ja gut, ich bin jetzt vielleicht nicht der Latin-Lover-Typ, aber ich habe Spaß an dem, was ich mache. Und ich singe und das meine ich ehrlich. Und das ist auch, und die Texte sind bescheuert. Er wollte Rock'n'Roller werden. Also er wollte ja gar nicht über Sauer macht lustig Gurkenlieder singen, sondern das kam ja so. Aber damit war er erfolgreich und er hat es ehrlich gemacht. Und die Amigos oder andere vielleicht nehmen das, was sie tun, wirklich dann sehr ernst und glauben wirklich, dass sie gut aussehen und dass sie tolle, ganz, ganz super tolle Musik machen und haben nicht diese kleine Distanz, dass sie sagen, okay, ich meine das vielleicht ernst, aber es kann auch Menschen geben, die das vielleicht ein bisschen darüber schmunzeln oder lachen. Und auch das sollte erlaubt sein. Also es gibt, absolut. Ja. Es gibt einen Gast. Ja. Ich will nur einmal einhaken noch. Ja. Erstmal muss man doch immer sagen, ist es eine große Ehre, wenn man parodiert wird. Ja. Man arbeitet sehr lange darauf hin und wenn es dann soweit ist, ich wurde, also weiß Gott, sehr oft parodiert und ich habe mich immer darüber gefreut, weil eine bessere Werbung konnte ich gar nicht bekommen. Ja. Dadurch haben mich Menschen gesehen, die haben noch nie meine Show eingeguckt und aus Neugierde wollten die dann mal das Original kennenlernen. Also das ist ja etwas sehr, sehr Wichtiges und ich kann nur sagen, der Schlager oder auch die Schlagerfans, die unterscheiden dann schon auch, was da ernst gemeint ist oder auch nicht ernst. Ich kann nur sagen, bei uns sind alle grenzenlos herzlich willkommen. Oliver, gerne mal vorbeikommen und wir machen dann eine schöne Nummer. Da würde ich mich sehr freuen. Ja, absolut. Meine Damen und Herren, es gibt einen Gast, wir haben das gelernt, es ist eine Ehre. Meine absolut. Damen und Herren, Frau Kamps hat diese Ehre auch schon mal gehabt, sehen Sie selbst.
Ich selbstsüchtig, ja, stopp, 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 stopp. Stopp! Digga, mach mal stopp. Das war der Ferris. Gleich wird hier noch weiter getalkt. Ey, was ist los, Alter? Seid ihr nicht mehr ganz dicht, Alter? Der ist entspannt, ihm geht seelisch gut, er ist ausgeglichen und das war kein Türgeknalle, nein, da ist gerade was umgekippt. Das passiert ab und zu mal im Biber-Studio. Ey, Scheiße, Alter, fuck, ey, fuck. Nein, das war jetzt kein Geräusch bei uns, das war bei euch in der Küche. Da solltet ihr mal besser schnell nach... Nein, das war kein Tonmann, der zusammengeschlagen wird, das war ein Vogel. Von wann ist das? Das Styling. Also, ich würde sagen, Geschwister, Schwestern bei der Geburt getrennt. Ja, ja. Also auf den ersten Blick, das Styling war wirklich top. Vielleicht hat dieser ganz kleine Bauch, der da rausgeguckt hat, uns verraten, dass ich es nicht bin. Aber ich habe mich wirklich immer sehr gefreut darüber und ich kann dir wirklich nur zustimmen. Es bedeutet eigentlich im Grunde genommen, dass eine Person eine Art Kultstatus hat. Ja. Und das war, auch wenn Oliver immer das gemacht hat, natürlich gibt es viele gute bei uns in Deutschland, aber du bist nun mal einer der Feinsten und das hat mich immer gefreut. Es ist wie eine Seligsprechung, wenn man Was soll man noch anderes sagen? Ja, ja. Wir haben ja keine andere Möglichkeit. Was ich mich immer gefragt habe, das war ja dieses Gülcan Kampfteil war ja eine andere Größe, Kleidergröße. Wo gab es das her in der geeigneten? Ja, das ist immer das Problem. Also das ist ja sowieso das Problem, dass es natürlich nichts in der Original, also von den Originalen in meiner Größe. Und je älter ich geworden bin und je mehr ich mich auch körperlich erweitert habe, desto weniger gab oder gibt es das. Das heißt, das meiste wird genäht. Ja. Also wird entweder so ähnlich besorgt, dann hatte ich ganz viele Teile, da war ich hinten quasi nackt. Das war dann ähnlich wie die Eierschnur, war das hinten eben am Rücken zack, 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 zusammengebunden. Es musste eben extra für mich gemacht werden. Und das ist eben auch mein Problem gewesen. Ich bin ja auch kein gelernter Parodist. Also das heißt, ich habe nie wirklich so super parodiert, sondern ich habe immer eine eigene Version gemacht. Und ich habe immer versucht, es so genau wie möglich zu treffen. Und ich konnte alles versuchen und spielen, außer schlank. Das ist das Einzige, wo es immer eine gewisse natürliche Grenze gab, die ich nicht überschreiten konnte. Und dann schwappt eben auch mal die Wampe raus. Das gehört aber eben dann auch dazu. Ja. Euer Konkurrenzprogramm, tut mir immer weh. Und ich weiß wieder, jeden Freitagabend muss ich das sehen, den Hashtag Schläfatz. Ja. Und ich bin wieder, ich eifersüchtle wieder rum. Und möchte dann dieses Schlangensprechen machen von Harry Potter oder wie das auch immer heißt, weil ihr seid sehr erfolgreich und es geht, Schläfatz steht für schlechtester Film aller Zeiten. Ja. Wie kommen die zu euch hin? Also das ist auch so wie das meiste, was Schöne, was entsteht, ohne dass man einen richtigen Plan hat, sondern eine Schnapsidee. Und das war die schlechtesten Filme aller Zeiten. Hier gerade das läuft, glaube ich, ich will es jetzt nicht sagen, ich sage nicht, dass das jetzt parallel gerade auf Telefon... Nein, wir sagen das nicht. Das sagen wir natürlich nicht. Wir sagen das nicht. Aber nein, nur, ich würde das auch nicht sagen jetzt. Nur Loser schalten um und die Amigos. Ja, aber es ist eben so entstanden, dass wir mal gesagt haben, bei Tele5 gab es viele schlechte Filme und dass ich so sagte, seid doch stolz darauf. Jeder behauptet immer, er hätte die besten. Sagt ihr doch, ihr habt die schlechtesten Filme aller Zeiten. Und der damalige Chef Kai Blasberg sagte, ja, okay, mach mal ein Format draus. Und so ist es entstanden. Wir feiern ausgewählt schlechte Filme, machen daraus eine Party. Es gibt ein Trinkspiel, einen Cocktail zu jedem Film. Wir verkleiden uns, wir kostümieren uns und so schaffen wir es, dass Filme, die man sonst freiwillig niemals wieder anschauen würde, jetzt zu einem großen Fest werden und die richtig zelebriert und geehrt werden. Das, was heute läuft, ist ein Film über mutierte Fische, die auch an Land leben und die durch erotische Stimulation zu Bestien werden. Ja. Kennen wir alle, aber es wird viel zu selten im Fernsehen darüber gesprochen. Ja. Gott. Ja. Das ist aber... Ja. Die Mattscheibe macht, glaube ich, eine Pause, gell? Die Mattscheibe ist jetzt gerade aus Kostengründen erst einmal bei Tele5 leider ausgebremst worden.
Ich würde es immer wieder gerne machen, weil ich auch denke... Auf anderen Sendern? Ja, wenn sie ein Sender ein bisschen Geld und ein bisschen Mut hat, bitte. Ich bin nächstes, dazu, ich bin nächstes Jahr weg, das heißt, es ist tierisch Kohle da. Und vielleicht ist das was für den MDR. Ich würde mich sehr freuen. Es gab sogar schon mal Gespräche mit dem MDR, auch noch zu Achims Lebzeiten. Haben wir sogar schon mal gesprochen, aber irgendwann verschwanden dann doch sowohl Mut als auch Geld, die dann haben. Und das ist meistens so, weil es gehört halt dazu, also das muss man auch ehrlich sagen. Jetzt ist es so, dass sie eben gesagt wird, ja, es ist eine Ehre, parodiert zu werden, das ist cool. Das war am Anfang ja nicht so. Nein. Und das war am Anfang auch, und viele Sender wollen auch dann nicht, also die finden es zwar später irgendwann auch lustig, dass sie parodiert wurden oder kritisiert wurden, aber währenddessen nicht. Und dann sagen sie, und deswegen denken sie mal, es ist gut, wenn es wer anders macht. Und so, und das ist leider. Ich möchte, dass wir es machen. Ich wünsche mir, das ist mein letzter Wunsch, dass wir was machen. Oliver Kalkofe, meine Damen und Herren, ist da.